Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Nun, unendliche. Habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Das Fieber? Ja, noch nicht. Wir haben uns da gespielt ohne Ende. Und holen uns kurz einmal den Segen von Kühnaret, ja? Das heißt, wir sind jetzt hier. Fertigkeiten und bei Ausdauer um 15 mehr gelevelt, nehme ich an. Schauen wir gleich einmal nach. Oh, sorry, da ist Magie und die Effekte, die wir jetzt haben. Aktive Effekte, Kühnere Zehn, 25 Punkte, steigert die Ausdauer. Jawohl. Ausgeruht, Magierstein. Ja, erste Regel. Willst du den Gegnern in die Ärsche treten, musst du aufrüsten, dich ausruhen und dann beten. Okay. Und jetzt geht's auf zu den Quests der Gefährten. Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Der quatscht da hinten noch immer ohne Ende. Aber wir schauen da kurz mal rein. Ja. Irgendwas habe ich mir gedacht, muss ich da noch machen, aber ja, schon wieder vergessen. Egal, was soll's. Wir suchen uns da jetzt jemanden, der uns eine Aufgabe gibt. Questmenü nachschauen, genau. Wir sind hier und finde das Schwert des Roten. Ah, frage die Anführer der Gefährten nach an. Ja, nach Arbeit. Genau, und wo sind die alle wieder? Ja, da unten. Ich sehe den Pfeil, seht ihr ihn auch? Ja, hurra, dann laufen wir mal drunter. Wen nehmen wir da? Farkas? Ne, wir nehmen da wen anders. Ich will ein Mädel befragen. Bin ja gespannt, wer da jetzt da unten auf uns wartet. Die größte Klappe hat, glaube ich, Alea, die Jägerin, gehabt, aber ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn die? Da ist niemand und nichts. Da hinten ist ein Pfeil. Oh oh. Da ist wer und dort ist wer. Was schlaft die jetzt da? Ja, aufstehen, Mädel, wie spät ist denn? Ja, Tagwache. Komm her. Ich will da nichts warten, komm her. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr aussieht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Könnt ihr mich in Schießkunst unterrichten? Ja, das wird das dann sein. Schauen wir mal nach. Ich zeige euch, was ich weiß. Schießkunst-Trainer, Experte, haha. Puh. Kosten 500. Ja, wir machen da zuerst weiter. Ich suche Arbeit. Ein Bürger von Weißlauf hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar ist ein Raubtier in ihr Zuhause eingedrungen. Jemand muss die Bestie erledigen. Bubu, ich möchte diese Arbeit nicht. Ich nehme die natürlich an, Mel. Seid vorsichtig. Eiler. Tiere sind bei weitem nicht so berechenbar wie Menschen. Schenkt dem Vieh einen schnellen Tod. Begonnen, Kammerjäger. Cool. Okay, Kammerjäger. Lasst euch nicht einschüchtern, Schwester. Wir beide wissen, wie man einen kühlen Kopf behält, während die Männer sich von ihrem Herz beherrschen lassen. Ist okay. Gut. Töte den Wolf. Na gut. Schauen wir mal kurz auf der Karte nach. Wo ist der Quest? Gleich da. Gut, dann laufen wir da mal raus. Schauen wir mal, was da los ist. Der steht auch noch da die ganze Zeit rum. Ja, wie immer, das kennen wir schon. Jela, ja. Wir kommen zu dir zurück. Gut, so wir laufen dahin jetzt, wir sind ausgeruht, wir haben den Segen von Kühnaret und gelevelt auch ohne Ende. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo es dahin geht. Niemand nix. Kammerjäger da oben, den sollten wir aktivieren.
tötet den Wolf und das tun wir mal weg. Okay, dann wird das uns das Zeug schon anzeigen. Ja, Nixi, da hinten. Wir müssen da raus. Nun gut. Wir könnten dann auch gleich einmal probieren, ob wir mit der Seelenfalle arbeiten können. Und nicht vergessen, wir haben auch noch diese mysteriösen Schreie zur Verfügung. Bin ja gespannt, ob das alles hinhaut. So viele Fragen und so wenige Antworten, Leute. Ja, haha. Ja, super. Der neueste Rekrut. Ich hätte Moment, Gramos, krass, wirklich. Und mein Bruder seine Idee. Der neueste Rekrut. Gut so. Wir ziehen uns gleich einmal das Kapperl an. Ja, wo ist denn unser Novizenkapuzel? Und ist schon drüber. Passt schon. Wir werden das gleich einmal so machen. In die linke Hand die... in die rechte Hand die Flamme. Sorry. Und die Seelenfalle in die linke. Mal sehen, ob das was wird. So, vielleicht sehen wir das jetzt auf der Karte doch noch. Hm? Tötet den Wolf, genau dort müssen wir hin. Und das ist jetzt wo? Der schreit im Hintergrund ohne Ende. Das finde ich ja so cool. Ich glaube, wir müssen da raus aus Weißler. Ich schaue mal drüber. Vielleicht ist es da eine Hütte. Aha, ist das die Hütte hier? Tatsächlich, das ist die Hütte, das gibt's ja nicht. In Weißlauf selbst einen Wolf, wie kann denn das sein? Okay, wie machen wir das? Wir werden gleich einmal Kampfposition und geht schon los. Und wir haben die Flammen nicht ausgerüstet, gibt's denn das? Komm her. So, mach auf. Und? Ja, super, das war wieder toll. Beschwörung verbessert auf 24. Und jetzt schaue ich da mal nach, ob wir... Ich glaube es ja nicht, hat uns der angesteckt auch schon wieder. Ich habe keine Ahnung. Aber was ist da mit Sonstiges und unsere Seelensteine? Ja, gar nichts. Verflixt und so genett. Das hätten wir gleich machen sollen. Ich glaube das ja nicht. Ah, böser, böser Wolf, du. Muss ich nur schauen, ob das stimmt, was mir jemand gesagt hat. Dass wir so auch Beschwörung leveln können. Ja, das geht ja. Probieren wir es gleich noch einmal. Die braucht nämlich ziemlich viel. Und da sollten wir dann, ja, auch nochmal. Ich mache dann einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder dann bei der Jägerin, okay? Das geht ja ruckzuck. Okay, bis gleich. So, wir sind jetzt zurück auf dem Weg zu der Jägerin, um ihr Bericht zu erstatten. Wir haben da jetzt kurz einmal gelevelt ein wenig, nämlich nicht schlecht, und auch einen Aufstieg erfahren. Aber wir gehen zuerst mal zu ihr. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr aussieht. Ja, du. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Ja, du kommst ja recht gut, Mädel. Der Wolf ist der tot. Der Eigentümer dieses Ortes ist sicher erleichtert. Und bezahlt hat er auch schon. 100 Gold? Ja, ist ja nicht schlecht, ja? Puh, ja, Kammerjäger. Skjör hat vorhin nach euch gesucht. Was will er? Hat er nicht gesagt, aber ihr solltet euch besser beeilen. Wahrscheinlich könnte ich auch eine Beschäftigung für euch finden, aber ihr solltet besser bei ihm nachfragen.
Aufnahmeprüfung. Okay. Sprich mit Skewer. Und ich glaube, das ist der da hinten, ja? Die festen schon wieder den ganzen Tag. Egal, wir steigen jetzt einmal auf, ja? Neue Stufe, Hurra, die Gams. Und, Gesundheit 160. Noch einmal Gesundheit, egal. Und wir nehmen dann Beschwörung, Wiederherstellung. Beschwörung brauchen wir da jetzt, ja? Beschwörung Novize, mystische Bindung zur Hälfte, jawohl. Seht ihr, Beschwörung gelevelt auf 32. Waffen brauchen wir nicht, das doppelte Wirkung, das behält länger an. Beschwörer, du kannst Adronach und Untod in doppelt so großer Entfernung beschwören, brauchen wir nicht. Ich brauche das hier, nämlich Lehrling wirkt Beschwörungszauber der Lehrlingsstufe für die Hälfte der Magiker. Gut so. Okay, weil wir werden dann mit Adronachen arbeiten. Ihr wisst zwar noch nicht, was das ist, aber die kommen recht gut. Der Feuer-Adronach schaut so cool aus. Und deswegen werden wir hier jetzt einen Schnitt machen und dann zur Aufnahmeprüfung gehen. Ich habe gedacht, ich kann die kleinen Quests so peu à peu machen, aber jetzt kommen wir da gleich zu dem Aufnahmeritual. Ah, das macht mir Sorgen. Okay Leute, Feendal und ich verabschieden uns jetzt und wir sehen uns dann wieder bei der Aufnahmeprüfung. Eure Tosita und unser Feendal, der die ganze Arbeit für uns macht. Ciao Leute.